Moin zusammen und willkommen zurück zu Drawn. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben vor der Bibliothek und gehen nun dorthin. The doors of the library are now open. Iris waits for you inside. All will be made clear. Quickly, waste no time. Nein, sicher nicht. Oh, eine Bibliothek mit fliegenden Büchern. Oh, das hätte ich auch gern. Cool. Okay, lasst uns mal die Gegend erkundschaften. Ihr wisst, wie es ist, ne? Erst einmal gucken, was haben wir hier alles? Jawohl, wir haben einen Cacher, mit dem wir bestimmt diese fliegenden Bücher dann cachen müssen. So, ein bestimmtes Buch mit einem Drachen darauf. Da ist er wieder. Und da sind Zeichen. Ja, alles klar. Es geht wieder los. Zettel und Stift müssen her. Raschel, raschel, raschel. So, warte, warte, warte. Das muss ich mir notieren. Ihr wisst schon, Gedächtnis und so, ne? Nicht meine Stärke. Alles klar. Das hätte ich auch mal vorher machen können. Also, wir haben das Dreieck nach oben. Dann haben wir ein D. Dann haben wir etwas, was ich nicht erkennen kann. So ein... Ach, die beiden Quadrate sind das. Die beiden ineinander geschwungenen Karate. Ja, Entschuldigung, aber ich muss mir immer Notizen machen. Oh. So, zweimal dieses Q und die Quadrate, die gerade ineinander gezogen sind. Okay, so, alles klar. Habe ich. Weiter. Oh, die Thronerbin entfacht das dritte Feuer. Wir haben das zweite noch nicht geschafft. Das erste haben wir wohl entzündet, aber das zweite noch nicht. Ist Iris aus ihrem Versteck gekommen? Ist sie die Auserwählte? Hoffentlich. Es gibt Gerüchte, dass noch andere Mitglieder der Familie überlebt haben. Was? Das wäre ja fantastisch. Ihre Eltern. Ihre Eltern zum Beispiel. Wow. Okay. Weiter in den Raum. Hallo. Okay. Da ist, da fehlen farbige Vertiefungen in der Wand. Da fehlen irgendwelche Kacheln. Okay. Hier liegt noch ein bestimmtes Buch. Und da haben wir die vierte, das vierte Steinsymbol. Auf dem Buch, das Buch ruht, was? Nein, nicht so schnell. Ruht auf einer kalten Säule in der Gestalt einer Sonne. Müssen wir die irgendwie, ja, Musik, ach guck mal, da ist es wieder. Noch mehr Zeichen. Das oben kann ich nicht erkennen. Das unten ist Musik. Musik, dann da unten haben wir eine Schriftrolle. So. Wird ja alles immer wichtig hier, ne? So. Okay. Tja. Noch mehr Vertiefung. Aber der Herr dort gibt uns nicht Auskunft. Das muss dieselbe Person sein, die die Bibliothek bewacht. Ja. Kann schon sein. So. Was machen wir jetzt mit diesem erworbenen Wissen? Ah, guck, es geht dann noch so nach oben. Ah, okay, wir können ihn aus der Nähe betrachten. Ist das hier nur für schön angucken oder können wir hier was machen? Ich würde, na doch, wir können die Bücher fangen. Müssen wir ein bestimmtes fangen? Wahrscheinlich das rote, ne? Alle anderen sind grau. Ja, siehste. Oh, ne, wir müssen noch mehr sammeln. Hallo? Die anderen, oh. Die anderen gehen aber nicht. Nee, komm her. Nee, die anderen möchte er nicht. Na gut, gehen wir mal weiter nach oben. Hey, oh, ist schon ein bisschen beeindruckend, ne? Na? Aber es gibt nicht mehr zu tun, als zurückzugehen. Ja, nee, mehr gibt's nicht. So, und hier haben wir... Ah, dafür sind die Symbole da. So. Alles klar. Aha. Ja, können wir die austauschen? Was? Also, das ist rückwärts. Achso. 6 vorwärts, 1, 2, 3 rückwärts.
6 rückwärts. Und 3 vorwärts. Gut, lass mich raten. Damit müssen wir das da aktivieren. Das da aktivieren. Nee, das kam jetzt. Nee, das kam jetzt zweimal vor. Oh. Okay, das nicht. Das schon. Und das quadratische Symbol. Nee, wir haben diesen Hinweis noch nicht. Nee, wir haben ihn noch nicht. Sorry. Musik. Das ist es auch nicht. Wir müssen erst noch den Hinweis finden. Was es sein kann. Welche Kombinationen hier eingestellt werden müssen. Welche Symbole aktiviert werden müssen. Sind das zwei Wege? Nee, ein Weg. Das Auge des Bibliothekars. Ja, schon klar. So, also irgendwo muss ich noch einen Hinweis befinden. Meine Güte, es sind aber auch Wege hier, ne? Hm. Gut, also hier war nichts drin. Da hatten wir die Symbole, aber das hier kommt zweimal vor, also das wird nicht die Lösung für das Rätsel mit dem Auge sein. Da ist nochmal ein Musiksymbol. Können wir uns dieses Buch denn näher angucken? Nee. Ah. Gehört das hier rein? Ja, guck mal. Ach, dann müssen wir wahrscheinlich die anderen drei Bücher auch noch fangen. Und bekommen hoffentlich dadurch einen Hinweis. Hier sind zwei von den roten Büchern. Die sind flickfix, die Dinger. Ja. Eins habe ich schon mal. Okay. Da oben ist noch eins. Das haben wir auch. Okay. Immer die roten, ne? Das andere, die anderen. Ne, die anderen funktionieren nicht. Okay, geht's nach hier denn noch hoch? Nee. Na gut, wenn wir schon mal hier sind, können wir die auch gleich einsetzen. So. Eines fehlt noch. Das könnte sein, dass wir das hier finden. Hier flattern die ja noch herum. Ich nehme schon mal das Netz zur Hand. Nö. Kein rotes, ne? Kein rotes. Okay. Gehen wir mal eine Stufe höher. Da kommen wir noch an das Rote heran. Alles klar. So, erstaunlich, dass das Netz nicht verschwindet, ne? Normalerweise, wenn man eine Aufgabe erfüllt hat. Aber gut, wir werden es vielleicht noch was anderes machen. Ja, okay, alles klar. Und das ist die Lösung. So, also, der Pfeil nach oben, D und das Q. So, damit schätze ich mal, kommen wir beim Auge weiter, oder? Ja, ja, damit kommen wir beim Auge weiter. Nun denn, auf zum... Lass mich... Auf zum Auge. Boah. Ist das realistisch? So, das Q, D und Dreieck. So, das war... muss ich mir auch mal aufschreiben, sonst kriege ich das auch wieder nicht gebacken. Also, nee, so rum. So, das war... hier oben war plus 6. Ja. 6, gegen den Uhrzeigersinn. Das hier ist 3 im Uhrzeigersinn. Und dann war das hier 6 gegen den Uhrzeigersinn. Und das andere ist 3 gegen den Uhrzeigersinn. Okay, alles klar. So, das ist jetzt blöd, weil das D hätten wir schon mal gut gebrauchen können. Also, dann lass mal gucken. Das brauchen wir nicht. Dieses hier brauchen wir. Ist außerhalb der Reichweite. Das D, das da und Q. Wo ist Q? Da ist Q. Q, also 3 nach da. So, das ist schon mal im Kasten. Das hier brauchen wir und das D. Also, dann bitte 3 in diese Richtung. So, und wie kommen wir jetzt an den ran? Nein, verkehrt rum. Mist. Ich mach's nochmal. So, zack. Zack. Zack.
1, 2, 3. Das passt. So. So. Und dann 3 zurück, bitte. Ja. Ha. Okay, hier geht es weiter. Du wirst jetzt aber nicht kauen, okay? Ich fürchte, man hat uns gefunden. Sie wird in Catherines Buch reisen. Beschütze sie, bis ich... Oh, Franklin, das ist eine Nachricht von Franklin. Bis ich zu euch beiden dazu stoße. Er ist eine Stein-Dings-Gedönse. So, ein Bild von Kerzen, die ein Quadrat umgeben. 4, 4, 4, 4. Das kann ich mir vielleicht gerade noch merken. Okay, gut. So. Gibt's hier noch was zu entdecken, bevor ich das Zelt lüfte? Nein. Oh nein. Nein, ich hasse solche Rätsel. Okay, lass mich raten. Irgendwo müssen wir drehen. Hier können wir und da können wir den Kreis. Und hier können wir den Kreis. Jawohl, und das geht nur in die eine Richtung. Ja, okay, fantastisch. So. Wie bekomme ich die erste Kerze entzündet? Hallo? Ich habe auch nichts Kerziges dabei, ne? Nee. Ah. Nee. Okay. Da passiert erstmal gar nichts. Ah! Ach so. Und der brennt die an? Ja, alles klar. Okay, so. Zack, zack, zack. Nee, der bläst sie aus. Der bläst sie an, der bläst sie aus. Was macht das hier? Bläst alles aus. Okay, gut. Fein. So, 4. Diese 4, diese 4, diese 4, diese 4. Nun denn. Na, also das war doch eigentlich ganz simpel. Okay, ich hoffe, ich denke daran, das Ganze wieder im Zeitraffer abzulaufen zu lassen, weil, boah, das war jetzt ein bisschen hin und her. Obwohl das am Ende eigentlich total logisch war, wie es funktionierte. Egal. Gut, wir haben es geschafft, nur das ist wichtig. Und wir nähern uns dem Buch. Ja, wir haben wieder sowas mit... Diese Schieberätsel sind ja schon schön. So. Da können wir dran zuppeln. Hier können wir dran zuppeln. Okay, das ist ein fragendes Gesicht und ein normales Gesicht. Das hier ist ein böses Gesicht und ein Ohr-Gesicht. Okay. Hier können wir das einstellen. Okay. Tränen. Oh, ja. Oh, hier haben wir auch noch was zum Ziehen. Da ist ein Buch drin. Es wird prophezeit, dass ein Tyrann vom anderen Ufer des Ozeans kommen wird, um die Flammen der Türme zu löschen und das Land in Finsternis zu stürzen. In dieser Dunkelheit werden die Menschen die Augen schließen und
und alle Hoffnung verliere. Doch die Legenden berichten auch von einem Mädchen, das die Katastrophe überleben und zur Königin gekrönt werden wird. Dieses Mädchen wird klug und weise sein. Wenn ein neuer Tag erstrahlt, wird das Mädchen zur Königin gekrönt werden. Wir müssen die Hoffnung wahren, dass die Flammen der Wachtürme nie verlöschen. Doch sollte dieser Tag kommen, müssen wir darauf vertrauen, dass eine Heldin das Licht wiederherstellt und uns aus der Dunkelheit führt. Das wird unsere Iris sein. Ne? Ich meine, irgendwie, weiß ich auch nicht, ich habe dazu eine gespaltene Einstellung, weil wir... Oh, da ist noch was. Oh. Okay, man möge mir verzeihen, dass ich auf diesem alten Dokument herumschreibe. Es ist geschehen. Die Flammen der Wachtürme wurden ausgelöscht. Der Tyrann hat sie im Palast angegriffen. Catherine, Algeron, die Kinder, alle. Es geht das Gerücht, dass Iris, die jüngste Tochter, mit Franklin, einem Vertrauten der Familie, fortgeschickt wurde. Ist sie es, die die alten Sagen besungen wird? Ich muss die Bibliothek verriegeln. Die Schatten flattern durch die Gassen. Ich muss diesen Ort beschützen. Okay. Ja. Hier fehlt noch was, denke ich mal. Was fehlt hier? Nö. Okay, also wir müssen wohl erstmal hier herausfinden, welches die richtige Kombination ist. Also das ist Blitz, Wasser, Sonne. Das sollte eigentlich relativ einfach sein. Ah, okay. So. So, was ist Wasser? Recycling? Nö. Peak? Nö. Wasserfeuer? Nö. Nö. Wasser. Hier haben wir Wasser. Okay, Blitz. Blitz ist irgendwie Feuer. Wolken. So. Und dann haben wir Sonne. Sonne. Okay, cool, das haben wir schon mal. Oh, was? Hä? Was ist mit ihm? Hä? Warum kann ich den, hochziehen? Kann ich den, Da. Ach, das ist der. Oh, wie cool. Er, der Wächter hier in der Bibliothek hat nun diesen Kreis aktiviert und jetzt, was kommt hier zum Vorschein? Die Geschichte wird nochmal so, also nochmal so ein Stück nacherzählt. Hier kommen wir. Schick. Gibt uns das Buch noch mehr Auskunft? Okay. Hat mir das hier wohl zufällig richtig eingestellt? Na gut, also auf in die Höhle. The children's wing. This hall held the laughter of children until the king attacked and the doors were locked. Find your way through its puzzles. See the world through the eyes of a child. Iris is close. Hurry. There isn't much time. Ja, geht klar. There isn't much time. Und dann ziemlich dunkel hier, findest du nicht? Da ist irgendein Getöse, da geht's noch rüber, aber... nur Spielerei. Verschlossen. Sicher. Oh, ein Stern. Okay. Hier können wir nichts aufheben, ne? Nee, aber wir können mal nach links rüber gehen. Hier ist ein Schlüssel. Ach, der Umriss eines Schlüssels. Oh, wir haben ja glücklicherweise unsere Kohle dabei. Ach du je. Ja. Mit der Maus zu zeichnen ist, nun, es könnte bestenfalls als schwierig zu bezeichnen sein. Aber wir schaffen das schon. Das kriegen wir hin. So, nicht schön. Aber funktioniert. Cool. Du hast einen Dachbodenschlüssel gezeichnet. Ausgezeichnet. Ja. Ja, okay. So, was können wir hier machen? Möhren, Eicheln, was hat es damit auf sich? Richtig, das müssen wir noch... Müssen wir wohl noch herausfinden? Blumen? Oh. Ein Schneemann.
Schmetterling, Blatt und Schneeflocke. Okay, ich schätze, hierfür brauchen wir noch einen Augenblick. Ja? Gut, wir machen erstmal Folgendes. Wir gehen erstmal durch die Dachluke. Wir haben ja den Schlüssel gezeichnet. Zack, los geht's. Okay, was haben wir hier? Vielleicht kann ich sie irgendwie zum Leuchten bringen. Richtig, das ist die Aussparung. Die Aussparung unter dem Dach. Kann uns hier der Laternenzünder helfen? Ja. Coole Idee. Die Lampe leuchtet hell. Sehr schöne Idee. Wow. Es gibt viel zu entdecken. Wir haben eine Seite, die Zeichnung eines Brettes entdeckt. Und hier sind mehrere Bücher. Und da unten kommen wir auch noch drunter lang. Bücher. Okay, lass mal gucken. Hier, da gehört ein Eichenblatt hin. Ja, Pilz und so. Okay, es gibt wohl noch einiges zu sammeln. Haben wir schon irgendetwas davon? Diese Schneeflocke haben wir schon mal eingesammelt. Aber wir brauchen noch mehr Schneeflocken. Frosch. Ein Posthorn kann ich anbieten. Nee. Welches Buch habe ich jetzt noch nicht angesehen? Das. Oh. Das sieht ein wenig anders aus hier, ne? Blaue Blumen. Okay. Ah, kriegen wir hin. Gut. Dann. Nee, doch, dann wagen wir uns erstmal hier durch. Was haben wir hier? Zeichnung von einem Blatt und einer von Eicheln und einer Karotte. Na gut, hier gibt es was zu. Da ist ein Blatt. Ach, einfach nur die Sachen einsammeln oder wie? Boah. Da ist was. In der trockenen Erde wurde etwas eingepflanzt. Okay. Ja, schon gut. So, mal gucken, hier sind die Pflanzen, die blauen Blumen, das ist auch noch blau. Ah, da war ich nicht schnell genug. Blaublume. Das ist eine rote Blume, die zählt nicht, ne? Guck mal, wer ist das? Gerr. Nichts ist schlimmer, als den ganzen Tag zu schupfen und dann erleben zu müssen, dass die Brücke im Eimer ist. Seitdem die Bibliothek zu ist, geht hier alles den Bach runter. Verflixte Schlamperei. Na, wir haben zumindest. Oh, wir brauchen noch ein Brett. Hm. Gut, was können wir denn noch aufsammeln? Die zählt nicht. Haben wir noch ein Blatt? So, mal gucken. Da geht's noch hoch. Hier, war noch nicht? Ach nee, das ist nur Gebäude von Gemälde verlassen. So, lass mal gucken. Ich klicke einfach mal ein bisschen wild hin und her. Da ist noch ein Schmetterling. Oh. Schmetterling? Ach, ja, natürlich, das Netz. Ah, wie dumm. Die Biene? Nein, nicht für die Biene, nur für den Schmetterling. Noch ein Schmetterling, aber keinen, den wir brauchen. Ein Wasserfall, wie schön. Jetzt können wir endlich Wasser holen. Siehste? Und wo war was? Hier war etwas eingepflanzt. Ah, sehr fein. Dann können wir da auch oben hoch. Da ist noch eine Blaublume. Vier. Was möchtest du? Ein recht schönes Haus für so einen brummigen Zwerg. Naja. Okay, wisst ihr was? Wir können hier noch weitermachen. Halt, der Fluss hat jemand am Staudamm mit Steinen gebaut. Was, was wir. Nee. Ich gehe mal kurz zurück. Ich würde nämlich tatsächlich gerne das Inventar ein bisschen aufräumen. So, also, der Frosch, den können wir schon mal loswerden. Den Schmetterling können wir loswerden. Die Biene müssen wir auch noch fangen. Und ein Grashüpfer. Okay. So, in dem ersten Buch war das Blatt, das scheint dieses zu sein. Und das Pilz, zwei Pilze. Einen Pilz haben wir schon gefunden. Den anderen brauchen wir noch. So, halt! Na gut, jetzt sind wir hier. Was soll's? Der Pilz ist es nicht. Da ist noch ein Pilz, auch nicht.
So, die Biene müssen wir noch fangen. Kriegen wir die so? Ja. Was war das andere? Der Grashüpfer. Alles klar. Den Schmetterling brauchen wir nicht. Und das Brett müssen wir noch ergattern. Okay. Aber es gibt noch was zu fangen. Er ist noch da. Nee, Schneemann nehmen wir nicht. Das alte, ach, hatten wir doch. Grashüpfer und die Biene. So, die Seite ist vollständig. Das Sommerbuch ist fertig. Na, guck. So, und hier haben wir die vier blauen Blumen. Zack, 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 zack. Ah, und da gibt's die Möhren. Das Frühlingsbuch ist fertig. Wie schön. Gut, dann geben wir die auch gleich mal ab. Ich denke, sortieren können wir sie noch. Gut, also, weiter im Text. Ein bisschen was haben wir noch bei uns. Okay, erst einmal... Was? Ja, erst einmal die Möhre, bitte. Kann ich aber nichts weiter damit machen. Muss ich sie zeichnen? Ne? Okay, wir können noch irgendetwas fangen. Wenn ich jetzt noch... Da ist der Pilz. Ha! So, was können wir denn noch fangen? Oh, ach, das Häschen! Häschen hat sich auf das Blatt gesetzt. Aber ich kann Häschen nicht mitnehmen. Warum kann ich Häschen nicht mitnehmen? Das Eichhörnchen ist noch da. Hm. Gut, also erstmal den Pilz. Ne, das ist Schnee. Das ist Pilz. So, großer Pilz. Und da bekomme ich die Eichel. Ich gehe jetzt mal direkt wieder rein. So, lass mal gucken. Jupp. Putziges Hasi. Und hier mit die Eiche. Jetzt müsste doch das Ei... Ja, es geht da drauf. Und was jetzt? Die Freunde sind reisefertig. Aber wo wollen sie hin? Wir müssten erstmal den Staudamm hier einreißen, ne? Da brauchen wir noch so ein Brett. Okay, raus. Hier ist doch ein Brett. Toll. So, guck mal. Ein Brett, danke. Aber erwarte bloß nicht, dass ich... Nee, vor Freude in den Duft springe. Auch wenn du glaubst, ich gebe dir etwas nur, weil du mir geholfen hast, bist du schief gewickelt. Jetzt lege ich erstmal diese Spitzhacke nieder und ruhe mich aus. Grr. Das ist gut, die Spitzhacke können wir gut gebrauchen. Zack, Spitzhacke. Und... Gute Fahrt. Okay, wo fahrt ihr denn eigentlich hin? Aus dem Bild heraus? Aus dem Bild heraus. Okay, also, dieses Spiel ist ja recht einfach, in Anführungszeichen, aber da sind einfach so viele schöne Ideen drin. So, geht das noch weiter? Nee, weiter geht's nicht. Okay, aber vielleicht nach links rüber. Ja, 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 guck mal, da sind die beiden angekommen. Okay. Herbstbuch. Oh, nee, so nicht. Ja, da fehlt uns noch eins. So, und was macht ihr jetzt hier? Was ist das? Na, da kann man es warm mitmachen. Möhreneichen. Möhren. Was ist passiert? Irgendwas passiert, aber ich sehe nicht was. Hier ist der Vorhang. Okay. So, das ist eine Winterszene. Können wir aber noch nichts mitmachen. Es braucht die beiden Schneeflocken, damit wir hier unten das voll bekommen. Farbenfroh, ja. Wohl wahr. Ja, die Bücher können wir wieder an uns nehmen und dann vermutlich irgendwie verschieben oder so. Zum Beispiel dieses Buch dahin. Ja. Und das hier passt, das dahin passt. Und dies hier dorthin. Aber uns fehlt noch der Winter. Wieder kalt machen? Kann ich, bringt aber nichts.
Das können wir nehmen, aber es passiert nichts. An dem Baum kann ich auch nichts dran pflanzen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. So. Nun gut. Gestalte das Winterbuch. Das würde ich gern tun. Hier fehlen noch zwei Schneeflocken. Wo kriege ich die denn her? Hier oben ist nichts. Da ist auch nichts. Okay. Gehen wir nochmal rein. Hier sieht es nicht aus, als würden wir hier Schneeflocken bekommen. Viel zu warm und so. Das sieht nicht so aus. Okay. Aber doch, vielleicht würden wir die... kann ich... Die Temperatur ist schon runtergedreht. Ja, ich würde das Winterbuch gerne gestalten. Sehe da aber gerade nicht richtig viele Möglichkeiten. Nö. Okay, und irgendwas müssen wir ja noch cachen. Okay, ich gehe da noch rein. Was könnten wir cachen? Fliegt hier noch irgendetwas rum? Da fliegt noch ein Schmetterling, aber den können wir nicht cachen. Gut, ich gehe mal gehe mal ein ganzes Stück zurück. So, hast du uns etwas noch zu sagen? Ja, das kennen wir bereits. Da sind die Geschichten drin. Ihr könnt... Tja, das ist eine Schneeflocke. In diesem Buch werden die vier Jahreszeiten dargestellt. Aber wie komme ich da heran? Nö, das passt nicht. Okay. Leg mal die Kreide weg. So, drehen kann ich hier schon etwas. Da hätten wir eine Schneeflocke. Bringt aber gar nichts. Nee, dieses Rätsel haben wir auch einfach gelöst. Es muss etwas geschehen. Ja, nein, dieses Rätsel haben wir einfach gelöst. Es hier... Was? Irgendwo? Hier zuckt es so ein bisschen? Nee. Okay. Nein, hier kommen wir noch nicht weiter. Gut, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Hey Kumpel, kannst du uns irgendwas sagen? Dieses Rätsel haben wir ebenfalls gelöst. Okay, gut. Na schön. Cliffhanger. Ha. Okay, ich schneide das Video jetzt erstmal zusammen und wir lösen in der nächsten Folge das Rätsel um die beiden fehlenden Schneeflocken. Okay, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Habt Spaß und tschüss. Auf Wiese gehen.